Servus und hallo zu Planet Zoo, zweite Folge. Weiter geht's bei The Zoo. Heute in dieser Folge entsteht das erste Gehege. Es wird nicht fertig werden, aber ich bastel so ein bisschen und anfange ein bisschen Terraforming und so weiter und so fort. Ja, ist schon ein bisschen her, seit ihr das vorgerendert habt zum Einbrechen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr so genau, was ich alles Bau in dieser Folge. Konzept von dem Ding, weiß nicht, ob ich in der ersten Folge schon gesagt habe, es soll so werden, dass das Mitarbeiterzeug und so, das ist halt da, weil es da sein muss, aber im Prinzip interessiert es keinen. Es wird auch nicht besonders schön thematisiert irgendwie, das wird dann irgendwo steht's und ja, soll zentraler Punkt sein, von wo aus die alle Gehege und so erreichbar sind. Dass halt die so beschäftigen sie da um die Tiere kümmern können, aber das war es mir nicht. Es wird auch nicht kein High-Class so irgendwie ist. Ich mache halt einfach, weil ich Bock drauf habe. Und hier, ja, Steine und so. Hier finde ich sehr cool bei Planet Zoo im Gegensatz zu Planet Coaster, das automatisch drehen, wenn man die Steine einfach frei platziert, kann man einstellen, dass sie halt immer anders gedreht sind. Das gefällt mir sehr und ja, so eine nützliche Funktion finde. Ja, hier nur Steinchen gebaut und hier Steinchen her. Und dann, welche Tiere kommen überhaupt rein in das Gehege? Die Katas. Es wird ein Katter-Gehege. Ab und zu meckert das Spiel, wo ich was baut habe, rum. Ja, das passt nicht zu dem. Ist nicht vom selben Kontinent wie das Tier und bla bla bla. Ich glaube, das ist mir relativ einfach wurscht. Ach Gott, hier habe ich wieder mal was nicht rausgeschnitten. Ja, Denkpause gerade. Sorry. Ich dachte, ich hätte alles, wo ich nichts mache, rausgeschnitten. Habe ich offensichtlich doch nicht. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier Denkpause jetzt machen. Ah, hier sieht man es, Cutter. Sieht da, wie überlegt, welche Tiere und wie groß das Gehege sein muss. Und dass man alles durchschaut, ist ja relativ wichtig. Und das Gehege wollte ich so bauen, beziehungsweise möchte ich oder werde ich so bauen, dass die Besucher relativ nah ans Gehege können. Und dass vorn quasi, ja, dass man schön ins Gehege reinsehen kann und so. Das war der Plan, quasi. Ich habe ja mit den unsichtbaren Barrieren gearbeitet. Einfach weil ich es schöner finde, wie wenn da so ein Zoo-Gehege ist. Und da habe ich festgestellt, ja, Barrieren blockieren Terraforming. Ist auch sehr, sehr großartig vom Spiel, finde ich. Macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, dass das da. Aber lassen wir das. Ja, hier einfach alles irgendwie verkleidet, dass das so halbwegs Sinn macht. Was ich jetzt gerade gemacht habe, weiß ich nicht, auch nicht so wirklich. Es ist wirklich schon ein bisschen her. Und ich wollte, dass Besucher da nah hin können an das Gehege, dass die Tiere da irgendwas zum Klettern und sonst was haben. Es hat, glaube ich, relativ gut funktioniert. Ich weiß gerade gar nicht, was in dieser Folge alles drin ist und was im nächsten. Ja, ist tatsächlich, ich muss die in Zukunft zeitnah einsprechen. Ich habe noch ziemlich viel vorgerendert, aber ist immer eher schlecht, wenn man nicht so weiß, was eigentlich gerade passiert. Dann, ich habe überlegt, ob ich in dieser Folge drauf eingehen sollte, auf Kritik, nenne es mal, die an dem Let's Play stattgefunden hat. Nein. Einfach nein. Ich möchte auch bitte nicht, dass ihr da in die Kommentare drauf eingeht. Wenn ihr wisst, wovon ich spreche, lasst mir das Thema einfach. Ich wollte es nur angebrochen haben, ich habe es nicht vergessen, aber egal. Steine. Hier, genau, habe ich Steine am Rand gebaut, weil es darf ja nicht erkletterbar sein, sonst hauen die da natürlich ab. Und so sieht es relativ offen aus, aber im Prinzip kommen es dann nicht raus, die Tiere. Ja, mal angeschaut und so im Groben und Ganzen eigentlich ganz zufrieden damit. Bei den unsichtbaren Barrieren
Die musst du dann tatsächlich so setzen, dass die immer schön in die Steine sind, weil sonst meckert's herum, wenn, auch wenn die Tiere da gar nicht hinkönnen, aber wenn theoretisch eine Fluchtmöglichkeit vorhanden ist, wird rummeckert vom Gehege. Gut. Ist so. Das nächste, was ich gebaut habe, war dann wahrscheinlich der Rückzugsort, oder? Den habe ich da. Ich glaube, das war der Rückzugsort, den ich gebaut habe, oder? Nein, nein, Zaun. Zaun kommt nur hin, natürlich. Ist einfach nur. Der ist nicht dazu da, dass die Tiere nicht abhauen, sondern dass die schlauen Besucher da nicht hinmarschieren und irgendwie ins Wasser fallen. Ne? Deswegen gibt es den Zaun. So von dem Teil an sich, den Zaun, die finde ich echt schön. Also es gibt wirklich, wirklich sehr schöne Teile. Dass das Gras hier durch die Felsen durchglitscht, das muss ich auch noch ändern, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich das da schon geändert habe. Ich habe schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Und hier kommen die ersten Tiere an. Hier kommen die Cutters rein. Yay! Jetzt haben wir mal Tiere drin, aber da ist halt nichts. Die fühlen sich jetzt noch nicht ganz so wohl da drin, weil es ist einfach nichts drin. Da. Ich glaube, wie viel habe ich? 4 oder 6 Stück oder so habe ich da rein. Und hier sieht man schöne Warnhinweise, dass die Tiere da flüchten können. Haben wir gedacht, da baue ich natürlich ein Gitter hin. Sehr sinnvoll. Die Kletterdinger sieht man gar nicht hier. Die sind wir dann in der nächsten Folge. Mache ich das Gehege, glaube ich, fertig in der nächsten Folge. Und schlau wie ich bin, ja, Gitter hin. Tiere können nicht durch. Und der eine oder andere weiß jetzt schon, was passieren wird. Ich wusste es bis gerade eben nicht. Schaut mal auf das Cutterviech, das da Richtung Zaun geht. Das marschiert da einfach durch. Weil, ne? War ich so schlau und habe ein Gitter genommen, wo das Viech mit Leichtigkeit durchpasst. Haut einfach ab. Das mit der Wiese, das muss ich wirklich nur ausbessern, dass die da durch die Wiege glitscht und so, das ist nicht so schön. Aber das soll es für die Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.